Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rust. Jo, nahtlos weiter hier im Thema. Es kam ein Geschenk, es hat gerade gebimmelt hier, wie verrückt. Oh, guck mal, genau nebeneinander hier. Gut, ich überlege jetzt, ob ich auf ein großes gehe. So langsam. Ich weiß es noch nicht. Ich pack's erstmal hier rein. Wir müssen eh nochmal hier hin. So, auf geht's, ab geht's. Was wäre wünschenswert? Ein Garagentor. Deswegen nehme ich den Hafen auch mit, weil da sind ein paar normale Kisten auch. Ja. Und wie gesagt, soll ich ein halbautomatisches Gewehr finden? Kommt vielleicht nochmal der Rastzucht.de mir raus. Oh, da ist ein geiles Bug gespawnt. Ich möchte es nicht beschwören. Oder zu 100%. Oh, ich hätte was zum Picken mitnehmen sollen. 100% sagen, aber es könnte dann passieren. Das Ding ist, hier ist halt nicht viel, ne? Oh, das wird nichts. Selbst schuld. Jetzt POIs-mäßig. Komme ich irgendwie hier hoch? Ne. Ihr seht's ja. Ja, Kanalisationszweig, das findest du, also auch meistens ein, zwei Waffenkisten. Du hast echt überlebt? Aha. Hier findest du aber öfters mal Rohre in der Kiste, ne? In dem Fass. Okay, hier ist nichts. Lad nach, Alter. Ja, wir sind jetzt hier nicht so mega sneaky unterwegs, sich wohin. Wie gesagt, oh. Ich habe zwar ein Hähnchen dafür, dass bei wenigen Leuten ich da auch in der Nähe bin. Jetzt hier bei 5 Leutchen. Riskieren wir es einfach. Wir knallen hier durch und wieder nehmen wir irgendwie einen wahr. Bin eh müde wie Sau. Da lässt die Wahrnehmung eh so ein bisschen nach. Oh, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Ey, das ist göttlich, Leute. Eine Leiter ist super wichtig auf dem Solo-Server. Ist ja so schon wichtig, aber auf dem Solo-Server ist es, ja. Habt ihr gesehen, vorhin die Base hätten wir so nehmen können. Wenn man eine Leiter gehabt. Schon wieder so heiß, dass ich die eigentlich nach Hause bringen müsste. Aber Alter. Ne, soll ich trinken? Leiter ist echt super geil. Stand zwar nicht auf unserer Wunschliste, habe ich aber vergessen. Eine Leiter ist halt einfach super wichtig. So los, damit man einfach irgendwo hochkommt, ne? Ihr wisst ja, von oben raiden ist meistens das Billigste. Das wird doch wieder nichts. Alter, das war so klar, ey. Dein Ernst?
48 Leben. Wollt ihr mich verarschen oder was? Was haben sie denn daran gemacht? Ey, der holt zweimal Luft und ist schon nur auf 48. Und wie kommst du denn niemals irgendwo raus, ey? Alto Belli, ey. Ich könnt kotzen, ey. Hier in dieses Kack-Container reinzuspringen, das ist genauso affig wie durch ein Fenster zu springen, oder so ein Scheiß. Alter, jetzt muss ich hier ganz rumschwimmen. Hätte ich doch da hinten ums Schiff schwimmen können. Muss ich hier nicht hoch? Oh Mann, ey. Da wenigstens halt da ein bisschen, ey. Wegen dem Essen halt, ne? Boah, krass, hier ist auch kein, da ist eine Leiter. Meine Fresse, ey. Natürlich gerade ein gefundenes Fressen hier mit meinen 60 HP, ey. Mit dem scheiß Stromscheiß hier. Ich schon wieder, ey. Ich könnt kotzen, ey. Dann, wenn du schnell, schnell machen willst, weißt du? Mach's doch ordentlich. Echt nicht hoch. Komm, die Ecke muss so hochkommen, Alter. Das Ganze für eine Feder, ey. Die leise Hoffnung auf eine auf dem Garagentor. Stoffen. Nein, hier, die ist auch schon wieder on the air. Wenn es so ein Garagentor gibt, werden wir es definitiv erst safen gehen. Die Rohre wären natürlich auch geister safen. 5 Stück, ey. Schon ein Drittel der Leiter zusammen, ey.
So schlecht ist der Hafen hier nicht, ne? Wenn alle Kisten da sind. Die Waffenkiste könnten sie halt mal noch mit reinbasteln hier. Aber hier scheint doch echt nicht mehr Loot da zu sein, der Straße, ne? Da stand jetzt auch wieder nur einmal Loot. Irgendwas hörte sich komisch an. Ja, wird schon ein bisschen wehtun. Aber jetzt für einmal Hafen, ne? 5 Rohre und 80 Scrap ist jetzt nicht so verkehrt. War nicht hier gerade noch Loot an der Straße? Öl mitnehmen können. Einfach mal Risiko gehen. Gutes Zeichen. Das ist noch ein besseres Zeichen, wenn die Kisten hier sind. Die halt einfach auf dem Weg liegen. Schade. Könntest du gerne bei jeder Kiste machen, sowas. Schwitzige Hände hat er. Schon tausendmal gemacht und ne? Aber einmal falsch und du machst einen Abflug. Thank you.
Schon vollgemüllt. Jedes Mal rutscht einem da das Herz in die Hose. Zumindest mir. So, es wäre schön, wenn ihr jetzt gesteckt werdet. Ja, nicht so schlecht. Eigentlich warten wir auf den Knaller. Oh Mann, ey. Auch geil, wenn man die nutzen möchte. Komm jetzt, ey. Meine Fresse, ey. Enttäuschend bisher, Kuppel. Enttäuschend. Ich meine, gut, wir waren erst zweimal oben, aber trotzdem. Ja gut, aber sonst gibt es auch nichts. Raketenbasis halt, ja. Wo es Elite-Kisten geben würde. Aber... ja, Kanalisation, ja, habe ich ja schon gesagt. Ich meine, wir können uns ja nicht beschweren, wir haben ja schon ganz gute Waffen. Ich meine, jetzt haben wir auch zwei Waffenteile passend zur SMG, also... lohnt sich das schon, die zu leeren, also ist ja nicht. Halbautomatische Gewehr hätte jetzt halt so einen Kick gegeben, ey. Naja, gut. Gucken wir mal, ob wir es nach Hause schaffen. Können wir auch mal den Weg ausprobieren jetzt. Das ist die Frage, ob man das alte Rohr trifft da. Ich habe keinen Schlafsack gelegt. Wurde ein Schlafsack liegen an der Kuppel in der Nähe. Wenn man halt fällt. Nicht so weit laufen muss. Man hätte auch nichts gegen nochmal so ein Weihnachtsmann-Johnny. Da ist Loot an der Straße. Das erste Mal, dass Loot an der Straße sehe. Eine Kiste zumindest. Ich weiß, wir verhungern. Das Öl ist für den nächsten. Elf Rauche wären halt schon wichtig, ey. Aber ich muss übrigens die Kiste dann noch mitnehmen. Oh, da hinten im Strom ist auch eine Kiste. Da. Ha! Alto Belly. Im Strom muss das aber öfters ein Scientisten. Boah, guck dir mal, wie viel Loot hier ist.
Würde die ganzen Fässer gerne mitnehmen. Ich habe keine Zeit, ey. So eine Essenskiste, oder? Ja, komm. Ja, hier ist, glaube ich, echt schon Jackpot, wenn du so ein halbautomatisches Gewehr findest. Oder halt AK. Mein Gott. Experiment muss eh Werkbank 3 bauen, sonst nicht. Ich gehe mal eben hier hoch, da waren auch zwei Butzen noch. Ein paar Yoka-Schuss haben wir noch. Naja, gelohnt hat sich auf jeden Fall. 155 Scrap. 15 Rohre ist. Das wäre Standard. Teppiche an der Wand. Naja, reingucken könnte man, ne? Was soll das? Ich denke aber, dass eine Blechtür hinter, wenn ich mir so angucke. Aber wer weiß, ne? Es wird eh Nacht, also es wäre ja wieder was für die Nacht. Außerdem liegen hier so viele Ressourcen rum. Ja, hier wird natürlich gar nichts drin sein, aber der hat halt nur eine Holztür. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier heil runterkommen. Das wird eng. Müssen wir hier hinsliden? Na, oh, sehr gut. Oh. Ja, wie gesagt. So schon nicht so schlecht. Haben wir schon eine Hose hier? Nee. Dann hast du jetzt eine Hose hier. Gib mir das. Geschenke, kriegen wir die auch noch mit? Ja. Und eine Sicherung können wir auch mal hier lassen. Das ist nämlich eine grüne Karte hier. Blaue Karte nicht. So, hier war alles safe. 5 Tage, alles gut. Ja, jeder Raid nimmt natürlich auch einen Spieler vom Server. Aber jetzt, die ich bis jetzt gewählt habe, die waren die wären auch nicht mehr wiedergekommen, glaube ich. Wenn die schon nicht in ihre Butzen liegen, dann ist da meistens Ende Gelände. Von daher, sonst könnte ich jetzt Gewissen machen. Wie gesagt, oben die beiden, auf die würde ich jetzt gerne noch angehen. Wie gesagt, bei der Steinbutze bin ich ziemlich sicher, dass da eine Blechtür hinter ist. Warum, kann ich euch nicht sagen. Ist einfach so ein Gefühl. Ja, gelohnt hat es sich auf jeden Fall. Das war nicht der ganz große Wurf. Ich meine, Leiter ist auch schon geil. Es geht schon wieder los, ne? Ja, und Brennstoff hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gut, wir müssen dann halt auch mal wieder scrappen. Man kennt es ja.
Der Suit ist mir eigentlich zu schade jetzt. Für so eine Nachtaktion, wo immer irgendwas, irgendwer kommen kann. Das sieht schwach aus. Was brauchen wir jetzt auch nicht? Das auch nicht, nehmen wir eine Axt mit. Das reicht gerade eben für zwei Türen. Ich mach einfach nochmal 8. Na, mach ein 46. Sollte reichen, hoffe ich. Eventuell noch eine Tür und einen Bauschrank. Scheiß drauf. Gut, ich laufe eben hoch, hau die 300 Dinger da rein, dann gucken wir nach der Base. Ob sie noch steht. Ansonsten wäre natürlich jetzt auch ein super Zeitpunkt gewesen, zur Richtung Raketenbasis zu gehen. Sich da eine kleine Butze hinzustellen, aber das wird heute nichts mehr. Wie gesagt, ich werde zusehen, dass ich jetzt hier eine Basing-Knall kriege. Wenn die Nacht rum ist. Und dann ist gut für mich. Hier macht er auf. Tage. Das war gerade Luft. Muss auch nicht mehr drum kümmern. Vielleicht meine mal einen Tacken Stein rein, dass wirklich 5 Tage sind. Schön wäre halt, wenn die vor der Wende zerfallen. So, was war das jetzt? Das Geräusch so dumpf. So schnell hintereinander. Eigentlich Panzer, aber guck mal, wie weit das weg ist. Die Holzwände sind bald weg. Naja, gut, Leute. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ne, ihr kennt das Spielchen, lasst einen Daumen da. Alles andere in die Kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Hoffentlich nochmal wieder. Wenn wir da oben mal nach den beiden Butzen gucken. Wie gesagt, wird aber wieder eine dunkle Angelegenheit. Ist auch ziemlich nah an der Kuppel. Was ist da unten hier im Wasser? Irgendeine Spiegelung. Erhöht natürlich die Chance, dass da jemand irgendwie mal gucken kommt oder so. Wir werden es erleben. In diesem Sinne, haut rein. Ich wünsche euch was. Ciao.